Ich will noch eine kleine Erweiterung, eine Hinzufügung machen zu unserem vorhergehenden Selbstgespräch. Nur du bist der Einzige, der das verstehen kann. Diese große Erkenntnis, was ist Geist? Was bin ich selbst und was sind meine Gedanken, was du niemals irgendeinen Gedanken von dir erklären können. Und dir muss klar sein, gleichzeitig, ob du jetzt jemanden denkst, dann ist es ganz klar, an irgendjemanden denkst, dann ist es eindeutig ein Gedanke, den du jetzt erschaffst in dir. Und die Schwierigkeit sind die vier Stufen der Vergessenheit, wenn du eine sinnlich wahrgenommene Person in einer gewissen Entfernung vor dir erlebst oder dich selbst erlebst. Dein Körper, sobald du dich sinnlich fühlst, als sinnlich wahrgenommenen Körper, ist es auch eine sinnlich wahrgenommene Information und dann bist du im höchsten Zustand der Vergessenheit. Es bleiben aber Informationen, die von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick sich auswechseln. Und jetzt will ich dann nochmal darauf eingehen, inwieweit du hier es wirklich mit einer Matrix zu tun hast, einem Computerprogramm. Und zwar geht es mir um diese dummen, dummen Kinder. Ich habe mehrere Male erwähnt, versuche bitte nicht irgendeinen Dummkopf, der in deinem Traum in Erscheinung tritt, zu erklären, dass er ein Dummkopf ist. Es ist vollkommen sinnlos. Wenn ich jetzt den Computer vor mir versuche zu erklären, dass er bloß eine geistlos dumme, programmierte Maschine ist, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, weil ich nicht erwarte, dass der Computer das versteht. Sobald ich es aber mit einem Trockennasenaffen zu tun habe, sieht es ganz anders aus. Und es ist im Prinzip das eine wie das andere einfach bloß eine sinnlich wahrgenommene Information. Jetzt haben wir natürlich immer noch diese Möglichkeit, wo ich sage prinzipiell, dass sich hinter einer Maske ein Geist befindet, aber das habe ich reichlich erklärt. Du steckst hinter allen Masken. Was die Maske symbolisiert, ist schlichtweg und einfach, dass du Geist mit einem komplett anderen Programm arbeitest. Es ist immer derselbe Computer. Jetzt muss ich den Computer natürlich wirklich als Symbol setzen. Und es ist also so, dass wenn du jetzt diese Aussagen konfrontierst, ein klares Zeichen von Geistlosigkeit ist, wenn einer anfängt, sich zu verteidigen. Wenn du das darauf ansprichst, wenn du ihn noch darauf hinweist und reife, und da will ich jetzt darauf eingehen, weil wir ja einige Proteste bekommen haben und Aufschrei bekommen haben von geistlosen KIs. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist mein erster Beispiel selbst. Ein 20-Jähriger kann dieses Beispiel verstehen, wenn ich immer wieder sage, 6-Jähriger, 18-Jähriger, 30-Jähriger, 40-Jähriger, 60-Jähriger. Du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Und egal wo ich mich jetzt hinsetze, mir muss klar sein, dass ich als 18-Jähriger einen 6-Jährigen als dummes Kind betrachte, so wie ein 6-, 7-Jähriger einen Säugling als dummes Kind betrachtet. Und jetzt geht es um Bewusstsein. Ich habe hier elementare Sätze wiedergegeben. Der eine Satz ist, ich sage, wenn du Geist bist, schau einfach. Du benötigst, um etwas sehen zu können, zu erleben, benötigst du das, was man Bewusstsein nennt. Aber Bewusstsein ist nicht etwas, was du besitzt, sondern Bewusstsein ist das, was du bist. Alle, die von einem Bewusstsein reden, das man besitzt, einen Geist, den man besitzt, weil sie meinen, sie sind ihr Gehirn, ist ein klares Zeichen von vollkommener Fehlprogrammierung. Sollte da überhaupt ein Geist da sein, der sowas äußert, der hat sich noch nie Gedanken über sich selbst und seine Gedanken gemacht. Es ist einfach nur programmierte Maschine. Also mach dir bewusst, das, was ich Geist nenne, ist Bewusstsein. Und das ist etwas, was man nicht besitzen kann, weil ein absolutes Nichts kann man nicht besitzen. Jetzt kann sie sagen, ja, aber das kann man doch dann auch nicht sein. Nachher so, da musst du die Vatersprache verstehen, weil Es-Ain, Es rot geschrieben im Hebräischen, in der Vatersprache ist Bewusstsein und Ain, A-I-N, heißt nicht existierend. Sein heißt Bewusstsein ist nicht existierend. Alles, was existiert, entspringt aus dem Bewusstsein. Das Bewusstsein ist im Meer. Darum haben wir unseren El-Hayom, UB86. Das ist ein Symbol. Und jetzt komme ich zum Bewusstsein und wir schauen uns jetzt, ich schalte jetzt einmal hier das Bild dazu ein. Ich werde zwar keinen Ton brauchen, ich habe mal mit dazu geschalten. Ich habe mehrere Male darauf hingewiesen, unsere Zeitdilatation. Und da mache ich jetzt nochmal einen Wikipedia-Eintrag auf. Das schaust du dir jetzt einmal an. Und zwar nenne ich das ganz einfach Weltbevölkerung. Da haben wir nochmal so eine Kurve.
Schau dir das einmal an. Schau dir die Kurve an und dann schaust du dir die Kurve an. Das hat was mit der Lichtgeschwindigkeit vorne zu tun. Das heißt, umso mehr du dich der Lichtgeschwindigkeit näherst, passiert lange Zeit überhaupt nichts und dann explodiert es förmlich. Die Weltbevölkerung als Einzelbild, das sind jetzt genau seltsamerweise rein zufällig 3000 Jahresblöcke. Ich sage immer von 1000 vor Christus, dann 1000 nach Christus, 2000 nach Christus. Das sehen wir jetzt. Hast du exakt dieselbe Kurve? Ich kann dir jetzt noch mehrere physikalische Phänomene sagen, die genau diese Kurve in sich beinhalten. Und jetzt ist es, wenn ich das als 3x3 Wachstumsstufen setze, dann sage ich definitiv, da wirst du gezeugt, das ist jetzt hier die Pubertät, das sind die Wechseljahre. Mach einfach hier was Geburt bis zur Pubertät, der erste Sprung, dass du erwachsen wirst, der erste Sprung mit der Pubertät, du wirst zeugungsfähig, kommst in die Sexualität und das ist jetzt die Wechseljahre. Das ist praktisch das erste Jahrtausend, das zweite Jahrtausend, das dritte Jahrtausend. Wir leben jetzt am Anfang des dritten Jahrtausends. Also hier, wenn man jetzt das abschließt, da glitscht jetzt im 2000, bleibt die Zeit stehen. Das ist eine imaginäre Zeitachse. Und ich sage, das entspricht genau dem Wachstum des Bewusstseins. Und was du jetzt siehst, ich habe gesagt, da kommst du in die Pubertät, dass du schon als Kind, als 7-, 8-Jähriger praktisch dasselbe Bewusstsein hast, wenn ich sage, da kommst du in die Wechseljahre wie ein 50-Jähriger oder 60-Jähriger. Bewusstsein ist das, was Wahrnehmungsfähigkeit darstellt, dass du etwas wahrnehmen kannst. Ich sage, Bewusstsein ist nicht Wissen, Bewusstsein ist das, was schaut. Du musst Bewusstsein sein, um etwas wahrnehmen zu können. Ein Gehirn oder Augen, ausgedachte Dinge haben keine Wahrnehmungsfähigkeit. Nur Bewusstsein sieht etwas und erlebt etwas. Das heißt jetzt definitiv, und das ist jetzt wichtig, wenn ich sage, wenn ich von Reife rede, die Wahrnehmungsfähigkeit eines 10-Jährigen ist im Prinzip rein an der Wahrnehmungsfähigkeit als Ding an sich jetzt normal gesprochen im Prinzip genauso groß wie beim 50-, 60-Jährigen. Das steigt minimalst. Dasselbe habe ich jetzt hier. Das bleibt eigentlich, das Bewusstsein bleibt das ganze Leben lang gleich. Was du nicht verwechseln darfst, ist Lebenserfahrung und intellektuelles Wissen. Das ist was ganz was anderes. Dass natürlich hier ein 50-, 60-Jähriger viel mehr Lebenserfahrung und intellektuelles Wissen besitzt wie ein 10-Jähriger, das dürfte klar sein. Aber er sieht definitiv bloß das, was er mit seinem Wissen aufschmeißt. Darum ist ihm das Wissen extrem mangelhaft von einem 10-Jährigen oder von einem 20-Jährigen. Und dieses Wissen baust auf geistlos nachgeäfften Wissenselementen des Umfeldes. Das ist Schwammenhalt. Mit relativ wenig Eigenerfahrung. Das ist es, wenn man zum Beispiel Erdkugel retten will, weil man die erzählt hat, dass die Welt eine Kugel ist. Hätte man die in der Schule erzählt, dass die Welt eine Scheibe ist, dann würdest du an eine Scheibe denken. Und hätte man die erzählt in der Welt, dass es ein Käsewürfel ist, würdest du an einen Käsewürfel denken. Und das wäre für dich vollkommen logisch. Das heißt, wenn ich jetzt diese dummen Kinder, gibt es wieder zwei Seiten. Das sind einmal die wissbegierigen Kinder. Ich sage immer wieder, ich liebe es. Halt, ich habe eine Sache noch vergessen. Das hat jetzt hier auf das heutige Beispiel, da gehe ich gleich auf allen, das ist dieses Becker-Transformation. Und schau mal, was da unten passiert. Das ist wieder dieselbe Kurve. Ich sage, ich kann dir noch zig andere physikalische Phänomene aufzeigen, die genau auf diesem Phänomen aufbauen. Im Hintergrund läuft einfach eine arithmetische Matrix. Ich erzähle dir jetzt etwas. Und da haben wir auch jetzt ganz versteckt unser Schachbrettsystem. Wie es hier zu dieser kleinen Schrift von unserem Folger, der natürlich wieder sofort reagiert hat, kommt, da gehe ich jetzt ganz, ganz kurz einmal, kleinen Moment, hier in unseren Chat rein, in den Hörsaal IQBs. Ausgangsbasis war heute Morgen. Ich habe hier dieses Lied reingestellt. Beggarman, alter Hit, ziemlich alt. Was jetzt hier interessant ist, da wird immer dieses It's Zulu, das ist ein Satz auf Zulu oder Easy Zulu nennt sich das. Das heißt eigentlich so dieses nimm's gelassen, immer mit der Ruhe, du solltest dich als Brüssel nicht so aufregen, reg dich nicht so auf, entspann dich. Es ist, wie es ist. Ich sage immer wieder, dein Leben ist, zuerst einmal wie das Wetter, wenn du nach außen schaust.
Und ob du dich jetzt aufregst oder nicht darüber aufregst, ob das so ist, wie du es haben willst oder ob das nicht so ist, wie du es haben willst, dem Wetter ist es scheißegal, ob du dich darüber aufregst. Das ist einfach nur ein Reizauslöser, deine Gefühle. Der Reizauslöser ist niemals schuld, wie du dich fühlst, sondern deine Reaktion auf den Reizauslöser. Und diese zwanghafte Reaktion schreibt dir dein Programm vor. Jetzt ist es also zu spät, um sich Sorgen zu machen. Wenn was passiert ist, ist es passiert. Da habe ich natürlich wieder den Startpunkt 92, dann kommt dann dieser Text. Und jetzt habe ich dann dazu geschrieben, so wie es der göttliche Bäcker mit seinen aufgehenden Sauerteigbroten tut. Ganz köstlich, wenn ich jetzt den Bäcker zuerst einmal nehme, weil Back heißt ja hebraisiert in ihm. Einfach nur Bekaff, Back. Entschuldigung, in dir. Bin schon ganz durcheinander. Das ist in dir, Back. Und wir wissen, er heißt erweckt. In dir wird etwas erweckt. Das ist der Bäcker. Und dieses Erwecken habe ich jetzt ein Märchenfilm. Hochinteressant, hör zu. Ein paar Worte hinzufügen, aber in der Geschichte, der wir uns nun nähern, tauchen Worte auf, mit denen der Mensch behutsam umgehen sollte. So wie es der Bäcker mit seinen aufgehenden Sauerteigbroten tut. Das ist übrigens tiefe Weisheit wieder. Der ganze Film, interessant sind immer die Kommentare. Da muss ich erst 47 werden, um endlich mal dieses Märchen kennenlernen zu dürfen. Ich sage immer wieder, das Wertvollste, was die Menschheit besitzt, sind die Märchen und die Sprichwörter, wenn du verstehst, um was es darin geht. Um pure Weisheit. Egal welche Märchen, aus welchem Gebiet, aus welcher Religion. Welche Sprichwörter, es ist pure Weisheit, du darfst es aber nicht auf den Zahn lesen. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, und Lügen haben kurze Beine, haben nichts mit irgendwelchen Lügen mit kurzen Beinen zu tun. Und alles, was in dir auftaucht, du bist in einer Traumwelt. Und jetzt ist hier rudimentär in der Psychologie schon drin, dass dein Unter- oder Überbewusstsein, je nachdem, wie du das nennen willst, gaukelt dir in deinem Traum metaphorische Bilder vor. Und dann gibt es eine Traumpsychologie, dass diese ganzen Sachen, die du träumst, immer symbolische Darstellungen sind. Und jetzt mach den Sprung, wenn du jetzt akzeptierst, dass du träumst, auch deine sinnlich wahrgenommenen Informationen bestehen nur aus metaphorischen Bildern, die man mit der Vatersprache von Holofeeling 1:1 in Realität, in verstehbaren Klartext umsetzen kann. Das ist das große Geheimnis. Und jetzt ist es also so, dass ich hier einen Startpunkt, das war der Startpunkt 58 Sekunden, da weise ich ja immer wieder darauf hin, und das ist jetzt unter anderem natürlich das Kenn, das ist die Gnade und der Liebreiz. Du wirst erst dann meine göttliche Gnade erreichen. Er, der erwachte Rai, mit Elef jetzt geschrieben, AI, Rai, dieser Erwachte im Spiegel, das ist die pure Gnade. Weil der alles um sich herum in diesem Urspiegel, in diesem Kopf, im roten Kopf des Schöpfergottes, befindet sich alles und spitzt sich alles ab. Wenn du ein neugieriges Gotteskindlein wirst, und wir sind nur zwei, das ist der vom Bücherregal und der jetzt sich mit einer Rolle verwechselt, mit einem Brösel verwechselt, und deine geistige Kraft einheitlich zu dem einzigen Licht, ich sage immer die Lampe im Projektor, die all diese Filme projiziert, du bist immer derselbe Geist, egal welchen Traum du träumst und welche Figur du zurzeit verkörperst. Das ist mein Projektions-, mein Tierprojektor-Beispiel. Es verändert sich dabei nicht das eigentliche rote Ich. Es ändern sich nur deine Projektionen in Maßsetzung auf das Intellekt, den du zum Denken benutzt. Du musst dein bisheriges, einseitiges Schauen so reinigen, dass es frei von geistig einseitigen, geurteilten, gefleckten, einseitig geurteilten Flecken wird. Das sind diese Blickwinkel. Einen gottlosen Menschen, nämlich sich selbst, jetzt Bau gelesen, ein blauer Mensch, ein Enosch, ist gottlos. Auch wenn er an Gott glaubt, denkt er sich an Gott aus, ein ausgedachter Gott ist kein Gott, mach dir kein Bild von Gott. Selbst wenn du behauptest, der ist im Himmel oben, ist es schon eine Vorstellung. Kann man einzig durch sein eigenes, alles vergebte Liebe zu einem Menschen erheben. Das heißt, die alles vergebene Liebe ist, dass du schlichtweg und einfach einen Satz dir einprägst. Ich verfüge über das Bewusstsein, das ist jetzt übrigens schon ein Fehler, ich bin das Bewusstsein, das nicht zu niemandem, das ich jetzt in mir erschaffe, vorwerfe, dass es so ist, wie es von mir ausgedacht wird.
Und da habe ich jetzt den Bäcker drunter, das hebräische Wort für Bäcker. Und welch ein Zufall, schon wieder taucht der OB auf. Das ist der, in dir ist einer erwacht. Das ist die Wiedergeburt des Christus. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Da ist dann der Anoggi, das ist der Kleine, das ist die Schöpferweisheit, ist immer in der Quintessenz in dieser roten Fünf. Das war jetzt nur diese Bäcker rein zufällig. Man kann natürlich jetzt da mit Charakter das. Jetzt reagiert die Diana sofort und sagt, und dazu nochmal das Selbstgespräch von deiner unbewussten Bäckertransformation. Da habe ich rein zufällig ein Gespräch mit Loda. Da kommt mit diesem Loder, wo er ist ja Bäcker, er heißt zwar Metzger, ist aber Bäcker. Da steht jetzt das schon, siehst du das? Genau. Dass ich hier die Bäcker-Transformation erkläre, ein altes Selbstgespräch. Und interessanterweise hat dann unser Folger, jetzt denke ich mir wieder Figuren aus, die haben nichts gemacht. Ich kann immer nur in der Basic-Logik mit dir reden. Und er erklärt dann als Bäcker, was er gelernt hat. Und ich sage, das ist das Prinzip. Man kann sich das ja hersuchen, eventuell machen wir das in das Update dann mit rein, dass man DIN A4 Blatt, das erkläre ich in diesem älteren Update, wenn du jetzt das durchgehst, das ist jetzt erst einmal DIN A0, ist im DIN A 841 mal 1189 mm, dann immer wieder, wenn ich das falte, das ist immer wieder diese Faltung, kriegen wir DIN A1, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7 und beim Blätterteig, der ja eine Bäcker-Transformation ist, wird, schau ganz kurz das Bild an. Ich rolle einen Teig aus, mache Butterschicht drauf, ich mache es jetzt einmal ganz einfach, dann klappe ich das zusammen, dann ist es doppelt so dick, aber halb so groß. Und ich rolle das wieder aus, mache wieder Butter, klappe das wieder zusammen, wird es wieder doppelt so dick, aber halb, ich mache das immer, es wird immer flach gemacht. Das kann ich ja beim Papier nicht machen. Das heißt, wenn ich jetzt da hier den ersten Bogen einmal falte, dann ist ja die Papierstärke doppelt so groß. Und wenn ich das dann nochmal falte, habe ich ja das Vierfache. Und da wird jetzt ganz normales Werkspapier genommen mit einem gewissen Gramm pro Quadratmeter. So wird es nämlich gerechnet. Und jetzt pass mal auf, was da passiert. Denk einfach, du hast einen großen Bogen Papier, DIN A0. Das ist wie gesagt 1 Meter, knapp über 1 Meter mal 1 Meter. Und dann faltest du das erste Mal. Und dann hat er diese in Kilometer wohlgemerkt, 0,00000 diese Stärke. Dann faltest du das nochmal, dann verdoppelt sich das. Einfach Papier aufeinanderlegen, wieder aufeinanderlegen, wieder aufeinanderlegen. Wie oft kannst du das machen? Und du wirst dich wundern, dass du hier nach 21 Faltungen kommst du schon im Bereich, das ist Kilometer wohlgemerkt. Wir schauen nochmal, wo wir hier in Meter haben. Da sind wir. Nach 14 Faltungen wäre das Papier, wenn du 14 Mal das machst, ist das Papier schon 1 Meter dick. Das heißt, durch das Falten wird die Fläche, unsere Longitudinale, immer kleiner, aber das Ding wird immer höher. Ja, genau. Okay, nach 23 Faltungen. 24 Faltungen hat es schon die Dicke eines Kilometers. Und jetzt explodiert dieses Teil extrem nach 40 Faltungen, 87 Kilometer. Und jetzt schauen wir, was nach 50 Faltungen passiert. Nach 51 Faltungen hast du hier 180.143.985 Kilometer Dicke, indem ich nur Papier praktisch hier aufeinander lege, immer wieder verdoppelt in dem System. Zwei Schichten, vier Schichten, acht Schichten, das ist das Schachbrett. Und welch ein Wunder, du hast exakt wieder diese Kurve. Mit der Lichtgeschwindigkeit, das explodiert, mit dem Bewusstsein, was ich die Bewusstseinskurve nenne, dass die Zeit stillestehen wird, die Zeit. Wir sind jetzt Anfang des dritten Jahrtausends, 2022. Und die, die das begreifen, diese Geistesfunken, kommen in ein vollkommen neues Denksystem, in eine vollkommen neue Welt. Die Erde. Das erweckte Wissen, das du dir bisher ausgedacht hast, in dir erweckt hast, aufgrund eines extrem geistlos nachgeäfften, fehlerhaften Programms, werden vergehen. Ich sage immer, du gibst mir dein komplettes Wissen zurück, das H, das ist wie wenn wir das Buch reinschieben und du kriegst ein neues Programm und dann baut sich ein vollkommen neues Weltbild in dir auf. Und da muss ich sagen, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Alles, was ich dir jetzt beschreibe, sind Vereinfachungen, wie wenn ich in Basic-Programmierung
Mit Basic-Betriebssystem muss ich im Basic-Programmieren versuchen, Windows-Daten zu erklären. Das geht nicht. Punkt. Das wollte ich hier nochmal ansprechen. Kleinen Moment, ich gehe da mal wieder zurück. So. Und wenn ich jetzt das auf mich wirken lasse, was ich jetzt gerade gehört habe als Geist, was soll mir das letztendlich sagen? Es gibt nichts Dümmeres, wenn mir irgendeiner darauf hinweist, dass an meinem Wissen was fehlerhaft ist. Ich rede absichtlich von fehlerhaft. Die Tasse hat einen Henkel und andere sagt, nein, die hat keinen Henkel. Das ist richtig oder verkehrt. Sobald du einseitig in einer Perspektive hängst und du fängst an, diese Einseitigkeit zu verteidigen, weil dir das andere einfach vollkommen unlogisch erscheint, das ist genau das, was ich Unreife nenne. Wir haben jetzt da solche Äußerungen im Chat gehabt hier. Ja, und wenn ich alt bin, man muss das da mal bewusst sein. Es ist kein Unterschied zwischen einem 10-Jährigen und einem 50-Jährigen, was das Bewusstsein anbelangt. Du bist entweder Bewusstsein oder du bist kein Bewusstsein. Wenn du kein Bewusstsein bist, bist du irgendein Gedanke vom Bewusstsein. Wenn du jetzt zum Beispiel an deinen Körper denkst und an dein Gehirn denkst, das ist kein Bewusstsein, sondern das ist etwas, was du Bewusstsein jetzt in dir erschaffst. Ja, genau. Ja. Es ist ein ganz einfaches Deutsch. Was ist daran nicht zu verstehen? Und wenn ich jetzt mir ein Wischwesen ausdenke, ein Bewusstsein, sagst du mal, Gedanken sind sowieso Gedanken. Es ist gleichgültig, ob du jetzt an deine Eltern denkst, egal ob du an die Mutter oder an den Vater denkst oder du denkst an ein Osterhaus. Oder du denkst an einen Stein. Du wechselst nur Information aus und definierst mit deiner jetzigen Logik diese Information. Es ist aber zuerst einmal gesehen einfach nur eine Information. Das ist wie wenn ich eine Gnede nehme, ob ich jetzt da ein kleines Pferdchen mache, ob ich da einen Menschen, einen Trockennasenaffen draus mache oder einen Würfel oder eine Kugel draus mache. Es ist einfach nur eine Form der Gnede. Alles andere ist Interpretation deines Intellekts. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich mache jetzt einmal gezielt Holger-Programm. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an Schneewittchen denkst oder du denkst an eine Sarah? Wo war jetzt das Schneewittchen und wo war die Sarah? Haben beide eine Einheit. Die waren beide nicht existierend. Jetzt habe ich Worte gesprochen und du wirst jetzt mit dem Holger-Programm bei dem Wort Sarah an eine ganz bestimmte junge Frau denken. Ein anderes Programm ist dann was ganz was anderes. Das ist mit jedem Namen so. Wenn du einen Namen hörst, dann wirst du ganz massiv an irgendwas denken. An eine ganz bestimmte Person, an einen gewissen Charakter, was auch immer. Ich sage, Namen sind austauschbar. An was du denkst, macht dein Programm. Das bestimmt über alles. Du bist ein Sklave, Neo. Du bist ein Sklave deines Programms. Und genau dieses Programm verteidigst du auf Teufel komm raus, wenn dich einer darauf hinweist. Darum sage ich mir, gehen die Menschen, die du dir ausdenkst, die Affen gehen mir wirklich am Arsch vorbei. Die sind dumme, absolut, ich mag es mal ganz neutral, sind einfach nur Gedanken. Es sind Figuren in einem Traum, die nur so lange existieren, solange der träumende Geist sich mit denen beschäftigt. Ganz schlimm ist, wenn du meinst, du müsstest jetzt einen dieser Gedanken am Leben erhalten, was ja nicht geht, weil mit dem nächsten Gedanken, dann darfst du an nichts mehr anders denken. Und jetzt musst du ganz tief in dich reinschauen. Jetzt mach dir bewusst, wie dein Ego rebelliert, ob es rebelliert und wie es rebelliert. Wenn du Bewusstsein bist und du bist Bewusstsein, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und alle Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, kriegen das nicht mit. Du kriegst nur das mit, was dein Programm macht. Du kriegst nur das mit, was dein Programm in dir auslöst. Das ist gerade mit dem Verlieren. Die große Schwierigkeit besteht darin, dass wenn du nicht loslassen willst, musst du dir jetzt bewusst machen, dass dein Programm dir suggeriert, alles, was du nicht aufgeben willst, dass du in dem tiefen Wahn lebst, dass dieses Zeug, das ja nur in dir als Information existiert, wenn du es denkst, und es auch in dir drin ist, wenn du es nicht denkst, dass du immer noch in dem Wahn lebst und glaubst, das Zeug ist unabhängig von dir da aus. Und jetzt hast du panische Angst, es zu verlieren, indem sich das auflöst. Und ich sage, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die Dinge existieren nur in dem Moment, wo du sie denkst und sie können nur hier und jetzt in dir selber als Information existieren. Und wenn du sie nicht denkst, dann fällt die Welt zusammen, dann geht sie in diese heilige Einheit. Das ist hier. Das ist dieses Hieros.
Das H im Griechischen gibt es ja nicht, das ist die Quintessenz, die gibt es nicht. Das rote H ist das absolute nicht denkbare Zentrum. Und das IER, IROS, da haben wir den Ross, haben wir den Zwischen irgendwie mit drin hängen, wo man ein bisschen Fantasie hat. Dieses IER heißt ja die Heiligkeit, das Göttliche. Interessant, das hast du übrigens auch in dem fränkischen Bier. Bier heißt eigentlich, sagst du mal, wenn ich das Iros griechisch nenne, das heißt im Heiligen, im Göttlichen. Bier heißt in mir, er wird etwas erweckt. In mir wird etwas erweckt. Und jetzt habe ich doch in dem vorherigen Selbstgespräch noch gesagt, mit den Blickwinkeln. Da kommt ein schöner Satz, wo ich zum Beispiel hier sage, die echten Bilder. Ich erwähne, geh in einen Mediamarkt und schau dir Großbildfernseher an. Sind es echte Bilder? Jetzt muss ich nur wissen, echt. Die weibliche Eins im Hebräischen heißt auch, ich werde in Schrecken versetzt. Shin R steht, sagst du mal, logisch berechnete Ecken. Das sind die ganzen Blickwinkel. Darum haben wir ja auch, wenn ich den Antagonisten und den Protagonisten, die mir uns jetzt anfokussieren, rein gedanklich irgendwo hindenken, dass das Gone, haben wir im Griechischen zwei verschiedene Gone, weil wir haben nämlich ein Mikro-O und ein Mega-O. Ein Omega, ein großes O, das Gone mit dem Omega, mit dem Mega-O geschrieben, ist die Ecke der Winkel. Und der Mikro mit dem Mikro-O ist es eine ganz interessante Sache, wenn du dieses Gone, aber da bin ich auch überreichlich drauf eingegangen und du wirst immer mehr merken, ich rede von einer Physik, auch jetzt mit diesen Kurven. Das sind viel, wenn ich immer auch hier erkläre, der Aufbau hier in diesen Schichten, ob du jetzt lesen tust oder ob du dir einen Film anschaust. Das ist Bündchen, also Triplet, Bündchen, eine gewisse Menge nennst du Zeile. Das heißt, ab einem gewissen Punkt kippt es um in eine höhere Ordnung. Das kriegst du gar nicht mit. Ich habe vor 30 Jahren nicht so viel zu unseren Abgeordneten im Bundestag, da haben die noch nicht mal in die Hose geschissen, weil die noch nicht auf der Welt waren. Aber die wissen ja alle so viel. Das Einzige, was du weißt, ist das, was du geistlos, die Einseitigkeiten, die du geistlos nachäffst, die dir natürlich vollkommen logisch erscheinen, weil das deine Logik ist. Ich frage dich, was soll dir denn sonst logisch erscheinen? Einem Computer kann bloß das logisch erscheinen, was kompatibel ist mit der Logik, mit der er programmiert wurde. Das gilt übrigens auch für jeden Mediziner. Ich sage, wenn du jetzt all die Paracelsus-Bücher dir anschaust, was da alles geschrieben wird, da gibt es übrigens eine Scheißapotheke, wo Code benutzt wird zum Heilen. Und dann stehen dir die Haare zu Berge und ich sage, was meinst du, wie dir die Haare zu Berge stehen mit der ganzen Kacke, was deine Mediziner jetzt machen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du weißt, wie die Welt wirklich funktioniert. Das sind Krankheitenerfinder. Es geht um Geld, es ist eine Hure, es ist Sodom und Gomorra. Und es ist nichts verkehrt gelaufen. Und dass jetzt die Grünen, diese jungen Patrioten, die Welt zerstören, im wahrsten Sinne des Wortes und Deutschland zerstören, ich sage, das sind letztendlich... Träumst du das und ich lasse dich das träumen, die benutze ich schlichtweg und einfach, dass du das erkennst. Nicht die werden das nie erkennen. Du musst jetzt erst klar machen, was bin ich und was sind meine Gedanken. Das ist das Einzige, was du in dem Leben zu lernen hast. Und jetzt kommt die Reife, von der ich spreche, ist nicht nur ein blindes Anhäufen vom intellektuellen Wissen, sondern die Reife besteht darin, dass du ab einem gewissen Punkt dir Gedanken machst, was bin ich und was ist der Sinn des Lebens. Und jeder, der sich darüber keine Gedanken macht, was der Sinn des Lebens ist, ist jetzt zwangsläufig nur ein Gedanke, den ich mir denke, der sowieso nie verstehen wird. Und jeder, der jetzt seine Standpunkte noch verteidigt, wenn ich das unreif nenne, das ist ein widerlicher, kleiner, neunmal klug. Ich sage, das sind die widerlichsten Kinder, wo es gibt, sind die auch als Elternhaus schuld, diese Besserwisser möchte gern neunmal klugs. Das ist genau das, was ich jetzt unreife Menschen nenne, unabhängig vom Alter. Das Bewusstsein bleibt eh gleich das ganze Leben. Und was liebenswerte Kinder sind, ich liebe Kinder, die mir Löcher im Bauch fragen. Dieses, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, ich habe das angesprochen, dass du auf alles neugierig warst, was du nicht kennst. Das ist das Kind, das alles ins Hier holen will, in den Mund, in das P. Bis dann deine Eltern dir sagen, das darfst du nicht, das ist giftig, das darfst du nicht. Das ist Bell und das muss weg und das muss weg und das darf man nicht.
Du musst ein geistiger Allesfresser werden in Bezug auf Wissen. Weil jeder Gedanke, jedes Wissenselement, das prinzipiell in dir auftauchen kann, es kommt immer aus dir. Auch wenn jetzt Menschen auftauchen und dir was erzählen, wenn ein Buch in dir auftaucht oder ein Film oder egal was, es kommt aus dir, es kommt von da aus nichts. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Es kommt aus dir und es ist ein Bastelstückchen vom Heiligen Ganzen. Und das ist ganz, ganz einfach, diese Demut zuzuhören, wo ich immer sage, es behauptet einer was und du hast in deiner Logik stehen dir die Haare zu Berge. Und ich sage, diese Demut zu sagen, hätte ich jetzt den sein Programm in mir laufen, wäre alles, was der behauptet, für mich vollkommen logisch. Was ist an meiner Logik fehlerhaft, dass ich das so schlimm empfinde, so schrecklich empfinde, so unmöglich empfinde? Das ist kleiner Moment, Holger, noch, ich will gleich Schluss machen. Das ist jetzt genau meine berühmte Zeichne, ein Quadrat mit drei Strichen bloß gespiegelt. Diese kleine Symbolik, die ich immer wieder erwähne, du wirst mit einem Satz konfrontiert, zeige ein Quadrat mit drei Strichen und deine Logik sagt im ersten Moment sofort, das geht nicht. Unmöglich, weil ein Quadrat hat ja vier Striche. So, du hast recht, stimmt. Also ist schon zu glauben, man müsste ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen, dumm. Zeichne ein Quadrat, cut. Schau dir jetzt erst den ersten Teil des Satzes an. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Da musst du fragen, wo soll ich die drei Striche hinmachen? Okay, du merkst, du gehst hier einer Unsauberheit in der Sprache auf den Leim. Aber dass du das auch spiegeln kannst, dass alles, was für dich hundertprozentig sicher und richtig ist, jetzt gespiegelt eigentlich ein absoluter geistloser Schwachsinn ist, wenn du das genau anschaust. Das ist die andere Seite dazu. Es stellt sich, wenn du beide Seiten hast, nie mehr die Frage, ob das oder das richtig ist. Soll ich nochmal sagen, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Blödsinn. Aber die Schwierigkeit ist, sobald du dir das jetzt ausdenkst, diese Projektion, brauchst du dasselbe nochmal gespiegelt, um das darstellen zu können. Es kann nämlich hier auf der Leinwand, was hier im klassischen mein Kinometapher, wir können euch einen Monitor machen, das, was hier ist, oder mein Dia positiv, Dia negativ. Was hier flackert, flackert auch hier. Wenn ich hier was verändert, verändert sich das hier. Gleichgültig, wie weit ich mir das auseinanderdenke, das ist eine Verschränkung, wo es einen Bereich drauf gegeben hat. Aber es ist weder hier noch hier, sondern immer nur hier. Das ist das Aufspalten. Ganz einfache Sätze und das ist erschreckend, dass das Bewusstsein, ich sage immer wieder, jeder 13-Jährige, damit meine ich dieser extrem minimal intellektuelle Wissensinhalt eines 13-Jährigen, der muss nicht einmal was studiert haben, es reicht ganz normale Grundschule in Deutschland. Dieser Intellekt reicht aus, um komplett die ganze Elite deiner Welt als die geistlose Affen darzustellen. Dass die nur nachäffen, sich niemals eigene Gedanken machen, das ist Bewusstsein. Und es beginnt durch Neugier, das ist die kindliche Neugier. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr mein Himmelreich, die nächsthöhere Ebene, nie betreten. Das heißt, jeder, der irgendein Feindbild in sich aufbaut, liebe deine Feinde, hast, liebe alle Facetten, die in dir auftauchen. Sie sind hundertprozentig sicher ein winziges, kleines, wichtiges Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Du kannst jetzt nur beobachten, wie dein momentaner fehlerhafter Intellekt das definiert, ob du es loshaben willst, ob du es vernichten willst, ob du es verändern willst. Verändern tun sich deine Informationen von selber, da hast du eh keinen Einfluss drauf. Von Augenblick zu Augenblick, schalte mal dein Denken ab, hör mal, versuche mal 5 Minuten an nichts zu denken. Das ist mein berühmtes 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel. Da habe ich jetzt 8 Stunden geschlafen, ohne zu träumen. Wie ein Stein. Oh, habe ich gut geschlafen, wenn du wieder aus dem Nichts kommst. Und dann denkst du dir Vergangenheit aus, wo du dann 8 Stunden da gelegen bist und hast nichts gedacht. Das denkst du dir jetzt. Weil in der Vergangenheit kannst du sowieso nichts gedacht haben. Es ist jetzt. Wenn du Bewusstsein bist, brauchst du doch keinen Intellekt, um das nachzuvollziehen. Holofeeling zerstört alles, was für dich bisher logisch war und hebt dich auf eine höhere Ebene von Logik. Und das ist ein intimer Akt. Nochmal, ich kann nur den Geist wachmachen, der jetzt träumt und nicht irgendeine Figur, die du dir ausdenkst. Auch nicht den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Sonst noch irgendwelche Fragen? Du wolltest Patch machen, hast du gerade gesagt. Jetzt wollte ich Patch machen, genau so ist es. Also machen wir Patch.